Wimpeltausch wie beim Fußball zwischen Christian Streich und Winfried Kretschmann, der alemannische Trainer und der schwäbische Landesvater. Zwei, die sich grün sind. Eingeladen hatte Edith Sitzmann, grüne Fraktionschefin im Landtag, zum Dreier-Talk in den Freiburger Paulussaal. Im Publikum auch die grünen Kontrahenten Alex Bonde und Reinhold Pix, fast nebeneinander. Gestört wurde die Harmonie im Paulussaal nur anfangs durch Abschiebegegner. Sie zeigten dem Ministerpräsidenten die rote Karte aus Protest gegen seine Asylpolitik. Ansonsten bekamen die Gäste eine ungezwungene Plauderei geboten. Es folgen vier der besten Dialoge des Abends. Einfach so ganz einfache Verbindung mit einer schönen Nahzusammenhang. Es ist ein, die Jungen würden heute sagen, ein geiles Gefühl. Ja. Einfach ein Material zusammenzufügen, wie Stahl, das ist was Grandioses. Ja. Das konnte ich nicht und ich musste das immer behelfsmäßig machen und irgendwelche Schraubverbindungen machen und jetzt einmal und da schweißen und dann hält es, das ist einfach super. Und das ist einfach ein unglaubliches Gefühl in meinem Alter, nochmal so was völlig Neues zu lernen und ein bisschen zu können. Also wenn ich das jetzt so höre, ich kann es total nachempfinden. Ich bin vollständig fasziniert von irgendwelche früher schon, wenn die Jungs die Motorräder, die Mofas umgebaut haben. Sie durften ja nur 25 laufen und sie sind damit 50 an mir vorbeigerauscht. Und meint sich nur 28 fahre. Und ich konnte es halt einfach nicht. Aber klar, das ist der Preis. Wenn du immer auf dem Kickplatz bist, dann lernst du halt auch nicht schweißen. Ich glaube, ich würde es so machen, ich würde zu jemandem anders sagen, ich bin jetzt zwar Ministerpräsident, aber zeig mir doch mal, wie das so insgesamt geht. Weil es ist mir nicht vorstellbar. Ich denke, wahnsinnig viel Sitzungen, aber wie die Gesetze dann besprochen werden, wie Ideen besprochen werden, wie das alles abläuft, kann ich mir in Realität nicht wirklich vorstellen. Ich wüsste nicht, wenn ich das mache. Also zum Glück bin ich es nicht und muss es nicht machen. Wenn Sie jetzt MP werden, das ist erstmal gar nicht so schwierig, weil das sind ja 200 Beamte, die Ihnen sagen, was Sie machen sollen. Okay. Und das machen Sie dann einfach und das wird mal erstmal gar niemand auffallen. Jetzt, da hätte ich es umgekehrt, glaube ich, einigermaßen schwerer. Ja. Kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen, was ich diesen jungen, kraftstrotzenden Männern jetzt sagen sollen, wie rum sie kicken. Ja. Aber sagen wir so, ist fände schon reizend, muss ich zugeben. Ich habe auf jeden Fall gedacht, wo ich einen Preis kriegt, habe, jetzt kriegst du schon Preise, jetzt wird's. Jetzt bist du nicht mehr der Jüngste. Also ich glaube, es hat jetzt nicht was mit dem Alter zu tun, wenn du doch einige Preise schon hast, weil ich glaube, du hast noch gar keinen. Doch. Also einen habe ich ja schon genannt, Scheffel-Preisträger. Den anderen, das ist jetzt genau umgekehrt, den kriegt man erst, wenn man ein gewisses Alter hat, nämlich den Froschkuttelorden der Narrenzunft Gohle-Riedlingen. 25 Mal Kuttler gefressen, dann kriegst du den. Das ist der einzige Orden, den ich habe und ich hoffe auch noch auf einen zweiten, nämlich der große Froschkuttelorden, den kriegt man, wenn man 50 Jahre Froschkuddeln gefressen hat und wenn ich den kriege, dann habe ich immer ein staatliches Alter von etwa 80 erreicht. Wir haben ein bisschen unterschiedliches Alter. Er kommt aus dem
aus dem Schwäbische und ich aus dem Uralemannische. Aber es gibt schwäbisch-alemannische Fasnacht, das verbindet uns wieder. Ich sage ja auch immer, der Unterschied zwischen Badnern und Schwaben ist nicht sehr groß. Eigentlich nur die zweite Lautverschiebung. Ja. Die eine gangert heim und die andere gangert hom. Also viel größer sind die Unterschiede nicht. Ich denke, was unser Leben doch sehr unterscheidet, und da bin ich jetzt doch schon froh, ich werde jetzt nicht jede Woche so brutal getestet über das, was ich hinbringe oder nicht. Also da beneide ich jetzt Sie wirklich nicht drum. Aber wissen Sie, es kann ja am Samstag sein, du gewinnst 3-0 und dann